heute zu Pfannkuchen TV aus Heslach. Schon wieder ich. Heslach sagt Hallo zum, vielleicht weiß ich nicht, wie viele Videos noch kommen. Wir haben jetzt schon einige hochgeladen. Ich grüße euch, hoffe es geht euch gut. Und wir sehen uns bald wieder. Aber so lange, bis wir uns wiedersehen, gibt es heute, ihr könnt mal gucken, das stand ja auch schon dran übrigens, Marina, Pfannkuchen. Also es gibt Pfannkuchen. Wir brauchen einen Schneebesen, eine Schüssel, Eier, Apfelmus, Nutella, Milch, Banane, der klassische wird heute gemacht, eine Prise Zucker, Salz und Mehl, gab's nicht, kann man zurzeit nicht kaufen, also hier nicht in Heslach. Deswegen habe ich jetzt noch Kokosraspeln, die noch haltbar sind, einen Tag, und Haferflocken. Und das werde ich vielleicht mischen und dann euch zeigen, wie man einen kleinen Pfannkuchen macht oder zwei, den belegt und dann am Ende auch wirft, also wendet. Bis gleich. Also Hände sind gewaschen, alles gut. Es kann losgehen. Ihr macht alle bitte zu Hause mit, habt alles vorbereitet. Ich nehme ein Ei zuerst, schlage es am Rand auf. Der Müll kommt in den Mülleimer. Schale, so. Dann haben wir ja kein Mehl. Ich nehme dafür ein paar improvisierte Haferflocken. So ein bisschen, man kann auch nachfüllen. Ja. Und, was experimentell ist, ihr nehmt Mehl oder ihr könnt es mitmachen, wenn ihr Kokosflocken habt. Ich nehme jetzt Kokosflocken, damit es weiß ist wie Mehl. Noch ein paar Haferflocken und wichtig, eine Prise Salz. So, Pfannkuchen bleiben neutral. Jetzt kommt die Milch dazu. Und dann kannst du noch. Der Teig wird, seht ihr? Haferflocken und Kokosflocken. Ein bisschen Milch noch dazu. So, ich mache ja nur für Marina und mich heute. Zwei. Jetzt ist wieder ein bisschen, wenn es zu dünn ist, so wie ich. Ich bin ja hier ein bisschen zu dick. Aber wenn der Teig zu dünn ist, dann ein bisschen mehr Haferflocken rein. Das habe ich noch nie gemacht. Aber wir wussten ja nicht, dass es kein Mehl gibt. Wir haben noch keins mehr da. So, gut. Der Teig sollte dann normalerweise ein, zwei Minuten ruhen. Also der jetzt nicht. Der sieht nicht aus, als ob er Ruhe bräuchte. Aber wir haben es ja noch nie gemacht. Ihr stellt euch einfach vor, das wäre Mehl. Ich hab's nicht. So, wir kommen zurück. Ich bin jetzt hier am Herd. Hab ein bisschen Öl in die Pfanne. Das Öl wird erhitzt. Nicht zu heiß. Also jetzt aufdrehen, vielleicht ein bisschen zurückdrehen. Dann warte ich und so lange rühre ich nochmal ein bisschen die Masse um. Wer vielleicht gerade beim Hausbau ist, könnte das auch nehmen, so wie es aussieht. Man kann auch sehr gut damit Ziegel kleben oder Löcher stopfen. Also ich probiere es mal aus. Bis gleich. Das ist glaube ich heiß die Pfanne. Mal gucken. Ja, heiß, bitte nicht nachmachen. Aber ich bin sehr erfahren in der Küche und kann Temperaturen und Hitze zum Beispiel sehr gut einschätzen. Ist kalt. Kalt. Auch kalt. Kalt. Heiß. Ja. Und heiß. Okay, was? Jetzt brustet es ein bisschen. Jetzt können wir den ersten Pfannkuchen in die Pfanne. Ich drehe ein bisschen zurück. Auf 7. Jetzt wird die Masse eingefüllt. Jetzt sind hier die Puffer. Einen machen wir mal. Wir lassen den. Einen machen wir doch auch wieder. Lassen wir mal kurz.
in der Mitte wölbt sich der Kokos-Haferflocken-Keks-Kuchen, was nicht schlecht ist. Ich gucke jetzt mal, ob er wahrscheinlich am Rand, wenn ihr eine gute Pfanne habt, eine gute beschichtete Pfanne, dann... Also noch nie gemacht habe ich das, aber ich sollte ihn jetzt mal wenden. Ich wollte den eigentlich werfen zum... Oh, das wird schwierig. Das wird eher Kaiserschmarrn. Oh, das hat es ihn zerrissen. Aber jetzt wird er gewendet. Achtung. Nicht schlecht. So. Sieht man es? Hört ihr das Backen? Hört ihr es? Wie Regen. Ich habe jetzt, ich komme mal kurz näher, der Pfannkuchen, der ja mit Kokos und Haferflocken leider heute, vielleicht auch nicht leider, vielleicht schmeckt er geiler als mit Mehl. So, geht jetzt bitte alle auch in die Mitte eurer Küche, nehmt die Pfanne vor euch, versucht mal das Gewicht einzuschätzen und ich versuche jetzt mal den einmal zu drehen, 180 Grad, dann wieder zu fangen, okay? Ihr könnt es auch versuchen. Oh. 1, 2, 3. Ha! Juhu! Fertig geworfen. Schmeckt ein bisschen nach so einem Lappen. Irgendwie Banane aufmachen, natürlich. Es gibt verschiedene Techniken, die Banane aufzumachen. Ich habe jetzt, da wo der Stiel ist, ist gebrochen. Manche schneiden auch die Spitze ab. Hier ist jetzt noch ein bisschen, wenn wir sind immer noch, du weißt, das Braune mag ich nicht so. Die Fäden, da gibt es auch Mythen, dass man die, egal. Wir können eine Kugel Vanilleeis nehmen, Schlagsahne drauf machen. Ich habe jetzt vielleicht sogar den Fehler gemacht, dass ich zuerst die Banane drauf gemacht habe. Vielleicht. Zuerst das Filler, oder? Der Unterschied zwischen Apfelmus und Apfelkompott ist, dass Stücke drin sind. Ich glaube, Apfelkompott. Dann legt man da so ein paar kleine, ich sage immer so kleine Spuren, so kleine Kleckse, so, das reicht. So, auf den Rand. Und jetzt kommt das, was ihr wahrscheinlich, das ist auch ganz frisch. Hier aufgemacht. So. Sauber arbeiten in der Küche, sauber. So. Jetzt hätte ich natürlich zuerst Nutella draufschnitzeln auf den Kuchen. Ich hab's jetzt machen wir es anders. Man muss ja immer flexibel sein im Leben. Jetzt wird mal gerollt. Und vergesst nicht, es ist kein Pfannkuchen. Es ist ein Kokos Haferflocken. Sagt man auf Englisch, ein Muffin oder ein langer. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir nehmen noch ein bisschen Nutella außen. So. Es ist jetzt natürlich durch das süß, weil der Teig selber ist nicht süß, so würde ich sagen. Das ist aber sparsam. Sparsam? Soll ich mir nehmen? Ich weiß ja nicht, ob es schmeckt. So. Jetzt kommen wir zur Verkostung. Ich werde jetzt hier mal gucken. Man schneidet in der Mitte durch wie ein Fleisch. Wie ein Steak oder guckt, klappt es auf, zeigt die Innenseiten, ob alles so ist wie gedacht. Ich denke, es ist Medium. Ich nehme ein Eckstück mit Apfelmus, Haferflocken, Kokosflocken und Nutella. Und? Also schmeckt nicht so gut. Das war Pfannkuchen TV aus Heslach. Ihr habt gesehen, die Zubereitungszeit von diesem Kuchen war 5 bis 10 Minuten. Also ein sehr schnelles, leckeres Essen. Ich werde es gleich weiter essen. Es riecht gut. Ihr könnt es auch mit anderen Sachen füllen. Man kann es auch salzig machen, Spargel. Oder mit Sucuk, Schafkäse.
Ich habe süß gemacht. Viele Grüße. Viele Grüße aus Eslav. Marina isst es vielleicht ein bisschen später noch. Ja. Die Hälfte ist von Marina. Die hat auch Hunger. Wir sagen tschüss, mach's gut, bis bald aus Hesla. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Hier, klappt's gut? Nee.